Seit seiner Geburt war Louis Brax in hunderten von Unfällen verwickelt, aber er hat sie alle überlebt. Seine eigene Geburt war ein Unfall und als er erst 4 Monate alt war, fiel eine Lampe auf ihn. Er wurde von Spinnen gebissen, von Bienen gestochen, erlitt einen Stromschlag und mehrmals eine Lebensmittelvergiftung, ganz zu schweigen von einer Vielzahl von Krankheiten wie Meningitis. Nichts scheint dieses Kind umzubringen und seine Mutter Natalie nennt ihn einen Engel, obwohl er auch wie eine Katze sein kann und sein 9. Jahr könnte sein letztes Leben sein. An seinem 9. Geburtstag machen Louis, seine Mutter und sein Vater Peter ein Picknick in der Nähe einer Klippe und Louis fällt ins Meer. Unter Wasser fühlt er sich kalt und eine mysteriöse, knurrende Stimme sagt ihm, dass dies sein 9. Leben ist. Wenige Augenblicke später kommt der Detective Dalton und ihr Team dank des Anrufs von 2 Anhaltern, die Natalie in der Nähe gesehen haben, vorbei. Mutter und Sohn werden beide gerettet, aber Peter ist nirgends zu finden. Louis wird ins Krankenhaus gebracht und Dr. Yannick tut, was er kann, aber leider stirbt Louis. Als die Leiche in die Leichenhalle gebracht wird, beginnt sie jedoch zu kämpfen, sodass die Ärzte sie zurück in die Notaufnahme bringen. In der Zwischenzeit hält Dr. Alan Pascal einen TED-Vortrag über sein Buch zum Thema Gehirn im Koma. Er erzählt, wie er als Kind scharf gewandelt ist und nie aufgehört hat, nach dieser verlorenen Dimension zu suchen, in die das Gehirn abtaucht. Danach erhält er einen Anruf von Yannick, der ihn bittet, ins Krankenhaus zu kommen, um den Fall von Louis zu übernehmen. Er erfährt, dass der Junge 2 Stunden lang tot war und jetzt im Koma liegt, mit vielen gebrochenen Knochen und gefährdeten Organen. Alan lernt auch Natalie kennen und verspricht Louis zurückzubringen, indem man den Jungen als Wunder der Medizin bezeichnet. In der Zwischenzeit erforscht Louis komatöser Geist alle Erinnerungen, um sie mit der geheimnisvollen Stimme zu teilen. Weil er ein schwieriger Junge war, hat Natalie Louis immer beschützt und ihn zur Therapie zu Dr. Perez geschickt. Louis erzählt Perez alles, was er will, denn der Arzt hat ihm versprochen, dass er unter ihnen bleiben würde. Manchmal weigert sich Louis jedoch, einige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, als er sagte, er glaube nicht, dass er erwachsen werden würde, aber nie erklärte, warum. Als Perez sich fragt, ob Louis die Unfälle absichtlich verursacht, wechselt der Junge das Thema. Louis weiß, dass Perez einige seiner Patienten hypnotisiert, weil er das Buch des Arztes gelesen hat und fragt sich, ob Perez es auch nicht bei ihm versuchen würde, weil er ein verrückter Junge und kein typisch gestörtes Kind ist. Zurück in der Gegenwart fragt Alan Yannick nach den Einzelheiten des Unfalls. Die Polizei geht davon aus, dass Peter Louis geschubst hat und nun auf der Flucht ist, weshalb sie einen Beamten an der Rezeption des Krankenhauses postieren werden. Alan spricht mit Louis, wann immer er kann, und sagt ihm, dass er sicher ist, zurückzukommen. Dalton kommt später vorbei, um mit den Ärzten zu sprechen und erzählt, was sie bisher über Louis erfahren hat. Er war in der Therapie, störte in der Schule und hatte keine Freunde und passte nicht ins Bild, weshalb die anderen Jungen ihn Spinner nannten. Alan weist darauf hin, dass Louis immer wieder Unfälle hatte und Dalton erklärt, dass die früheren Ärzte glaubten, der Junge tue das absichtlich, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber weder sie noch Alan glauben, dass, weil die Unfälle schon im Babyalter begannen. Alan fragt sich auch, ob Peter gewalttätig war, aber Dalton äußert sich nicht dazu. Danach geht Alan mit Natalie spazieren und versucht, ihnen ein paar tröstende Worte zu sagen. In Louis' Kopf blitzen schnelle Erinnerungen auf und glückliche Momente wie Natalie, die sich um ihn kümmerten, um den Besuch der Familie im Aquarium bis hin zu besorgniserregenden Momenten wie Natalie und Peter, die sich streiten und Alan, der viel Zeit mit Natalie im Krankenhaus verbringt, wenn sie ihren Sohn besuchen kommt. Eines Abends taucht die geheimnisvolle Stimme auf und zeigt ein großes Algenmonster, das Louis' Geschichte hören will. In der nächsten Anekdote geht es darum, dass Peter mit ihm in SeaWorld war und sie dort zufällig auf Peters Ex-Frau Caitlin trafen, die wieder geheiratet hatte und nun 3 Kinder hatte. Später bat Peter Louis, Natalie nichts von diesem Treffen zu erzählen, da sie sehr empfindlich sei. Louis versprach es nicht zu tun, doch sobald sie nach Hause kam, plauderte er aus, was zu einem Streit zwischen seinen Eltern führte, den er zu ignorieren versuchte. Als er das erste Mal zur Therapie ging, erzählte Louis Perez, dass er das Geheimnis nicht für sich behielt, weil er wusste, dass seine Eltern sich nicht liebten, aber als sie sich nicht wegen ihm scheiden lassen würden. Er wusste auch, dass Peter nicht sein richtiger Vater war. Später fragte Louis Peter, warum er mit dem Boxen aufgehört habe und weil er Vater geworden sei. Einige Tage später besuchten Alan und seine Frau Sophie eine Party, die von Yannick veranstaltet wird. Alan ist überrascht, dass Natalie ebenfalls anwesend ist und er kann seine Augen nicht von ihr lassen, was Sophie bemerkt, die bereits denkt, dass ihre Ehe nicht gut läuft. Als Alan endlich mit Natalie plaudern kann, unterbricht Sophie die beiden, was zu einer sehr angespannten Stimmung führt, die auch noch anhält, als sie nach Hause gehen. Am nächsten Tag bringt Natalie Louis Hamster mit ins Krankenhaus, in der Hoffnung, dass er mit ihrem Sohn Kontakt aufnehmen kann. Normalerweise sind Tiere nicht erlaubt, aber Alan beschließt, für sie eine Ausnahme zu machen. Natalie sagt, Louis liebe sein Haustier, aber in Wahrheit ist dies sein 3. Hamster und die beiden vorherigen hat er getötet. Als Perez ihn danach fragt, erzählt Louis ihm von einer geheimen Regel, die besagt, dass man ein kleines Tier, das länger als 2 Jahre lebt, töten durfte, weil man sein Besitzer war. Perez war schockiert, als er dies hörte und wollte wissen, woher Louis diese Regel kannte, um ihn dazu zu bringen, von Peter zu erzählen.
Am Ende der Sitzung äußert Perez seine Bedenken gegenüber Natalie, die sich über Perez' Andeutung ärgert und beschließt, Peter nicht mehr zur Therapie zu schicken. Zur Strafe dafür, dass er Dinge erzählt hatte, von denen Perez geschworen hatte, dass sie den Raum nicht verlassen würden, schickt Louis ihm einen Brief, der mit Hamsterkot gefüllt war. Diese Geschichte hört das Algenmonster in der Gegenwart und es fragt sich, warum Louis die Männer so sehr hasst. Der Junge antwortet, dass die Männer seiner Mutter etwas Schlimmes angetan haben. Währenddessen fragt eine Natalie, warum sie die Therapie mit Perez kurz vor dem Vorfall auf den Klippen beendet hat. Natalie erklärt, sie habe immer geglaubt, Perez wollte sie gegen ihren Mann aufhetzen und jetzt beginnen sie zu erkennen, dass er vielleicht doch recht habe. Da Alan sehr verständnisvoll ist, erzählt Natalie, was an Louis' Geburtstag passiert ist. Sie und Peter hatten sich gestritten, weil Peter nicht damit einverstanden war, dass sie Louis' Therapie beendet hatten. Peter wurde aggressiv und das macht Louis Angst, der daraufhin am Rand lief. Seine Eltern sind ihm nachgelaufen und haben versucht, ihn zu packen, aber bei dem Kampf ist Louis gestürzt. Alan fragt, ob Peter schon früher gewalttätig gewesen sei, aber Natalie ignoriert die Frage und sagt ihm, sie kenne Peter, seit sie 18 Jahre alt sei und er sei der einzige Mann, mit dem sie je zusammen gewesen sei. Alan findet, dass Natalie etwas Besseres verdient hat und die beiden küssen sich schließlich, was man von dem Fenster des Krankenhauses aus sehen kann. Dazu gehört auch das Zimmer mit Louis, das sich plötzlich aufrichtet und ihn mit einem roten Auge ansieht. Alan und die Krankenschwestern eilen herbei, um nach Louis zu sehen, als er versucht, etwas zu sagen. Leider schafft er es nur, mein Vater zu flüstern, bevor Natalie ihn umarmt und er wieder ins Koma fällt. Louis erinnert sich wieder an die Nacht, in der sich seine Eltern trennten. Peter kam, um sich zu verabschieden, weil er für eine Weile zu seiner Oma ziehen wollte, um Natalie etwas Freiraum zu geben, aber er versprach, immer für seinen Sohn da zu sein. In der Zwischenzeit macht Alan bis spät in die Nacht einige Tests, um zu verstehen, was passiert ist. Ohne Erfolg. Er spricht weiter mit Louis und liest ihm heute Abend sogar sein Lieblingsbuch vor. Plötzlich hört Alan ein Geräusch und findet eine Spur aus Seegras, Spinn und Schlamm, der in einen Raum folgt, in dem sich das Seegrasmonster versteckt. Bevor er jedoch etwas unternehmen kann, sieht Alan Louis und wacht neben ihm auf. Es war nur ein Traum gewesen. Einige Tage später trifft sich Alan mit Yannick, der ihm auffällt, dass er müde ist. Alan gesteht, dass er nicht gut geschlafen hat und dass es mit Sophie schlimmer ist als je zuvor. Yannick fragt sich, ob Alan sich mit Natalie getroffen hat, denn jeder im Krankenhaus weiß von dem Kuss im Garten. Ihre kleine Unterhaltung wird durch einen Anruf von Natalie unterbrochen, die Alan um Hilfe bittet, weil sie glaubt, dass Peter im Haus war. Als Alan eintrifft, zeigt Natalie ihm einen Brief, den sie im Briefkasten gefunden hat, der in kindlicher Handschrift geschrieben wurde und von Louis unterzeichnet ist. Auch der Text selber ist beunruhigend. Louis warnt Natalie, dass sie sich von Alan fernhalten soll, weil er sich für sie interessiert und Männer sie immer verletzen. Wenn sie nicht aufhört, werden schlimme Dinge passieren. Alan bringt Natalie dazu, den Brief zur Polizei zu bringen und eine Analyse durch einen Experten ergibt, dass derjenige, der ihn geschrieben hat, nicht seine dominante Hand nutzt hat, wahrscheinlich um seine Identität zu verbergen. Dalton rät Natalie, vorerst nicht in ihrem Haus zu bleiben, da sie weder Familie noch Freunde hat, bietet Alan ihr ein Zimmer im Krankenhaus an. Bevor sie gehen, rät Dalton noch Alan, sich zu seiner eigenen Sicherheit nicht mit Natalie zu treffen. Am nächsten Tag besucht Alan Perez, der jetzt in einer psychiatrischen Klinik arbeitet. Perez gesteht, dass er früher glaubte, Louis habe die Unfälle absichtlich verursacht, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber die Puzzleteile passen nicht immer zusammen. Er zeigt Alan den Brief mit dem Hamstercode, der auch eine Nachricht darüber enthält, wie sehr Louis Perez für den Verrat seiner Familie hasst. Im Gegenzug zeigt Alan Perez eine Kopie des Briefes und Perez bestätigt, dass der Brief genau Louis' Art ist zu sprechen. In der Zwischenzeit erinnert sich Louis wieder an den Tag des Vorfalls. Peter kam nur zurück, um den Geburtstag seines Sohnes zu feiern und brachte ihm den dritten Hamster als Geschenk mit. Im Auto erzählt Peter Natalie, dass er Louis für seine 2 Wochen Pause haben wollte. Natalie gefiel die Idee nicht, aber sie hatten keine Argumente, um abzulehnen, und dann beschuldigte sie Peter, verloren zu sein. Er leugnete dies und es kam zu einem kurzen, ruhigen Streit, in der damit endete, dass Louis die Karte bekam, um seinem Vater zu helfen. Doch anstatt gewöhnliche Straßen auf dem Papier zu sehen, findet er eine Karte von seinem eigenen Gehirn. Später am Abend taucht Sophie in Alans Büro auf. Da er kaum noch zu Hause ist, hat sie einen geheimnisvollen Brief mitgebracht, der in der gleichen Handschrift geschrieben ist, wie der, den Natalie bekommen hat. Sophie hatte ihn bereits geöffnet und der Inhalt hat sie so verärgert, dass sie ohne ein Wort geht. Auch dieser Brief ist von Louis unterzeichnet und fordert Alan auf, seine Mutter in Ruhe zu lassen. Dalton kommt vorbei, um nachzuforschen, und Alan bestätigt, dass es unmöglich ist, dass Louis die Briefe geschrieben hat, das Aufsitzen sei nur ein Muskelkampf gewesen. Als neue Theorien in Daltons Kopf auftreten, bittet sie Alan um Natalies Version der Geschehnisse während des Picknicks. Dann gesteht sie, dass Pete nicht Louis' richtiger Vater ist, Natalie Louis zur Adoption freigegeben hatte, als er ein Baby war. Nachdem die Polizisten gegangen sind, stellt Alan Natalie zur Rede und fragt, warum sie gelogen habe, dass sie nur mit einem Mann zusammen gewesen sei. Natalie erklärt, dass Louis' Empfängnis nicht einvernehmlich war und seine Geburt sie beide fast umgebracht hätte.
Seitdem hat sie das Gefühl, von Raubtieren umgeben zu sein, aber Alan verspricht ihr, dass sie bei ihm sicher ist und die beiden machen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Zurück zu Louis' Erinnerung an das Picknick. Peter war tatsächlich wütend darüber, dass Natalie Louis' Tiere beendet hat, aber er hat den Streit seinem Sohn zuliebe abgebrochen. Zur gleichen Zeit spricht Natalie in der Gegenwart mit ihm und erzählt, wie sie und Peter zusammenkamen. Es war nach einem der großen Unfälle von Baby Louis. Sie hatte Peter angerufen, um ihn um Unterstützung zu bitten, während sie auf die Ergebnisse der Operation wartete. Die Ärzte hielten ihn für einen Ehemann und ein Jahr später heirateten sie tatsächlich, denn Peter hatte Caitlin nicht wirklich geliebt und Natalie mehr gemocht. Louis sieht sie und hasste es, wie sehr sie schwafelt, also entführt ihn das Seegrasmonster, um ihm endlich die Wahrheit zu zeigen. In der Zwischenzeit zwingen die Polizisten alle Mitarbeiter des Krankenhauses, etwas zu schreiben, um die Handschrift mit den Briefen zu vergleichen. In diesem Moment ist auch aus Louis Zimmer ein Aufruhr zu hören. Peters Mutter Violet ist gekommen, um ihren Enkel zu sehen, aber sie und Natalie hassen sich und streiten sich. Alan nimmt Violet mit in sein Büro und erfährt, dass Natalie seit Peters Verschwinden versucht hat, Violet daran zu hindern, Louis zu sehen. Peter hat keinen Kontakt zu seiner Mutter, aber Violet ist sich sicher, dass er nichts getan hat, weil er den Jungen mehr geliebt hat als sich selbst. Louis ist der einzige Grund, warum Peter so lange bei Natalie geblieben ist. Violet mochte Caitlin lieber und glaubt, dass Natalie Peter mit Lügen und Manipulation weggenommen hat. Sie glaubt auch, dass Natalie Alan über ihren Mangel an Familie und die Tatsache, dass Louis Empfängnis erzwungen wurde, anlügt. Ihr Gespräch wird plötzlich von Deuten unterbrochen, der schlechte Nachrichten überbringt. Sie haben Peters Leiche in einer Höhle nahe der Klippe gefunden. Zurück in Louis' Kopf bringt das Seegrasmonster die Jungen dazu, mit ihm ins Wasser zu springen und sie schwimmen, bis sie eine dunkle Höhle erreichen. Hier entdeckt Louis, dass das Monster seine eigene Manifestation von Peter ist, der ihm die wahre Version der Ergebnisse erzählt. Er hatte Caitlin am meisten geliebt, aber er hatte Mitleid mit Natalie, die immer traurig war. Natalie brauchte ihn am meisten, also ließ Peter sich von Caitlin scheiden und heiratete sie. Er erfuhr zu spät, dass Natalie immer weinte, weil die Leute dann Mitleid mit ihr hatten, weil sie mehr genoss als zu lachen. Der einzige Grund, warum er sie nicht verließ, war Louis, den er mehr liebte als sich selbst. Peter hatte Louis nie für seltsam gehalten, er war sogar immer stolz auf ihn. Im Leichenschauhaus wird der mit Algen bedeckte Körper von Peter eine Autopsie unterzogen. Sie ist bereits stark verwest, was darauf hindeutet, dass Peter schon seit Tagen tot ist. Er ist zusammen mit Louis ins Wasser gefallen, aber die Wasserströmung hat ihn in die Höhle gezogen und deshalb war es so schwer, ihn zu finden. Die Polizisten erhalten auch eine Nachricht aus dem Labor, die besagt, dass Peter die Briefe nicht geschrieben hat, was zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich überraschend ist. Im Krankenhaus wacht Alan auf, nachdem er aus Versehen verschlafen hat und die Krankenschwester gesteht, dass sie sich nicht getraut hatte, ihn zu wecken, weil er schlafgewandelt war. Offenbar ist er zum Schreibtisch gegangen, hat ein Rezept geschrieben und es dann in den Müll geworfen, bevor er sich wieder auf einen Stuhl setzte. Die Krankenschwester hat das Rezept aufbewahrt und als Alan einen Blick darauf wirft, ist er schockiert, die Handschrift der Briefe zu sehen, in denen Natalie gefährliche Dosen von Insulin und Chloroform verschrieben werden. Alan geht zur Polizei und gemeinsam bestätigen sie die Geschichte der Krankenschwester durch die Überwachungskameras. Er glaubt, dass Louis seinen Verstand kontrolliert, während er schläft und dass er versucht, ihnen etwas zu sagen. Dalton hält das für eine verrückte Theorie und obwohl die Handschrift mit den Briefen übereinstimmt, ist Alan immer noch kein Verdächtiger. Er kannte die Familie nicht, bevor sie ins Krankenhaus kam und die Tatsache, dass sowohl Louis als auch Peter an diesem Tag gestürzt waren, kann kein Zufall sein. Alan sieht, woraufhin das hinausläuft und sucht Paris auf, um ihn zu fragen, ob er jemals daran gedacht hat, dass Natalie in den Unfall verwickelt war. Paris hält Alans Theorie ebenfalls für verrückt und erklärt sich bereit, ihn zu hypnotisieren, um sie zu bestätigen. Im Krankenhaus führt Paris Alan durch die Hypnose und hilft ihm, einen strandähnlichen Gedenkraum zu finden, in dem sich Louis aufhält. Paris bittet darum, mit Louis zu sprechen und Alan antwortet mit dem Sprachmuster des Jungen. Mit Hilfe von Alan erzählt Louis schließlich, was ihm bei dem Picknick passiert ist. Er hat die Kerzen ausgeblasen und sich gewünscht, dass Paris sein richtiger Vater ist, damit er bleibt. Danach versucht Natalie, Louis ein paar Süßigkeiten zu geben, aber sie wollte nicht mit Peter teilen. Sie ärgert sich sogar darüber, dass er es überhaupt nicht versucht hatte und beschuldigt Peter fälschlicherweise, betrunken zu sein. Peter wurde misstrauisch wegen des Inhalts der Süßigkeiten und wurde aggressiv, um ihr das Glas wegzunehmen. Daraufhin rannte Louis aus Angst weg und Peter ging nach ihm, um ihn von der Kante wegzuziehen, bevor Natalie beschuldigte, ihrem Sohn wehtun zu wollen. Woraufhin sie ihn schubste, um ihn zum Schweigen zu bringen. Daraufhin wandte sich Natalie an Louis, der daraufhin tat, was immer sie von ihm wollte, und ins Wasser sprang. In Wahrheit war Natalie immer diejenige, die Louis Unfälle absichtlich verursacht hat. Am Ende der Geschichte wacht Alan zur gleichen Zeit auf, als Louis' Herz aufhört zu schlagen. Aber Alan holt ihn mit einem Defibrillator zurück. Einige Zeit später zieht Alan in seine eigene Wohnung, weil er von Sophie getrennt ist. Danach geht er in die psychiatrische Klinik von Paris, an die Natalie eingewiesen wurde, weil sie unter dem Münchhausen-Syndrom leidet. Das heißt, sie ist eine Betreuerin, die bei einer anderen Person Probleme hervorruft, um die Aufmerksamkeit von Ärzten und Freunden zu bekommen. Am Anfang verletzte Natalie Louis direkt, aber als er heranwuchs, lernte Louis, was sie wollte
und gerät im Austausch für ihre Liebe selbst in Unfälle. Derzeit spricht Natalie gut auf die Behandlung an, aber sie ist auch mit Alans Kind schwanger. Violet ist jetzt für Louis' Betreuung zuständig. In seinem Kopf fragt sich der Junge, ob es wirklich schlecht ist, im Koma zu liegen, wenn er bei seinem Vater bleiben kann und die in Schwierigkeiten gerät. Peter ist jedoch anderer Meinung und erklärt ihm all die Magie und all die Möglichkeiten, die auf ihn warten, wenn er wieder aufwacht. Louis erinnert sich an den Tag, an dem Peter wegging und versprach, immer bei ihm zu sein, und öffnet die Augen. Und das war's vom Film. Checkt die beiden Links ab für unsere anderen Kanäle.